Wir bringen heute ein Werk von Günter Eicher aus dem Jahr 1957, Der Ring des Kalifen. In diesem Spiel träumen sich ein Kalif und ein Lastträger in die Existenz des jeweils anderen, um ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Omar und bin der Kalif von Bagdad. Ich bin 30 Jahre alt und bei guter Gesundheit. Ich besitze Schlösser, Gärten und eine Schatzkammer voll von Edelsteinen. Ich habe Mamluken, Sklaven und Sklavinnen und 365 Frauen. Für jeden Tag eine. Aber etwas fehlt mir. Und dafür gäbe ich gern Schlösser, Gärten und Schatzkammer her. Ließe die Mamluken, Sklaven und Sklavinnen davongehen und würde mich trennen von meinen 365 Frauen. Ich fürchte mich nämlich vor der Nacht, weil ich einen schlechten Schlaf und schwere Träume habe. Darf ich mich ebenfalls vorstellen? Ich heiße auch Omar, bin auch 30 Jahre alt und auch bei guter Gesundheit. Das ist aber alles, was ich mit dem Kalifen von Bagdad gemeinsam habe. Ich besitze weder Schlösser noch Gärten, sondern bin Lastträger im Hafen von Hanat, an der Küste Chinas, weit von Bagdad entfernt. Ich lebe in einer bescheidenen, um nicht zu sagen elenden Hütte, und dass man sich tief bücken muss, wenn man hineingeht, liegt nicht daran, dass ich ein vornehmer Herr bin. Ich habe weder Sklaven noch Mamluken, auch nur eine Frau und mit ihr 6 Kinder. Der Arbeitslohn am Hafen ist gering und wir leben recht armselig. Aber mit einem kann ich zufrieden sein. Mit meinem guten Schlaf und meinen schönen Träumen. Visier! Erhabene Majestät. Wer bist du? Was willst du? Ich küsse den Boden vor dir, erhabener Kalif. Ich bin einer deiner Sklaven. Soll ich dir den Kopf vor die Füße rollen? Hast du nicht gehört, nach wem ich rief?
Ich höre, erhabener Kalif, und eile, den Visier zu rufen. Unbrauchbares Pack. Erhabener Kalif, ich küsse den Boden vor deiner Majestät. Unsinn, Visier, komm hierher und setz dich auf den Bettrand. Ich höre und gehorche. Visier, bin ich der Kalif von Bagdad? Welche Frage? Also demnach bin ich es. Visier, habe ich nicht Schlösser, Gärten und eine Schatzkammer voll Gold und Edelstein? Habe ich nicht Mamluken, Sklaven und Sklavinnen? Habe ich nicht 365 Frauen für jeden Tag eine? Alles das hast du erhaben. Gehorcht man meinen Befehl, Visier? Man gehorcht. Und wenn ich mit dem kleinen Finger winke, Visier? Dann fällt der Kopf. Und also geschieht alles? So wie du es willst, Kalif. Warum aber, Visier? Warum muss ich nachts die Säcke mit Pfeffer tragen? Die Säcke mit Pfeffer? Ja, und die Körbe mit Datteln. Körbe, Datteln? Die Ziegelsteine. Die Ziegelsteine sind das Schlimmste. Ja, erhabener Kalif, wo denn trägst du die Ziegelsteine? Na, im Hafen. Vom Schiff an Land, vom Land auf das Schiff. Und dazu schreien die Aufseher. Und manchmal schlagen sie zu mit einer kurzen Peitsche. Oh, größter König aller Zeiten, zum Tragen gibt es die Sklaven. Ein Kalif trägt nichts. Heute waren es Ziegelsteine. 99 Lasten. Ich wollte auf 100 kommen, da glitt ich auf dem Laufsteg aus, fiel ins Wasser und wachte auf. Jetzt sagst du es selbst, Kalif. Du hast geträumt. 3 Dirhams habe ich heute Nacht verdient. Da, siehst du, ich hebe das Geld unterm Kopfkissen auf. Hier, im Ganzen habe ich schon 57 Dirhams. Verzeih, oh König, dass der Geringste unter deinen Dienern es wagt zu lachen. In deiner Schatzkammer liegt das 1000, das 10.000, das 100.000. Gewiss, gewiss, aber etwas liegt eben auch unter dem Kopfkissen. Nun, du hast so viel Schätze, Kalif. Warum soll nicht auch etwas unter dem Kopfkissen liegen? Mir scheint, Visier, du zweifelst an meinem Wort, was? Ich zweifle nicht an deinen Träumen, Kalif. Aber verzeih, dass ich dich mahne, der Thronrat wartet. Der Thronrat. Ich bin zu müde, ich bin wie zerschlagen. 16 Rechtsfälle erwarten die Weisheit deines Urteils. Bei mir fällt doch nichts ein. Ich kann nichts als gähnen. Nur schlepp du einmal die ganze Nacht Ziegelsteine. Ich möchte nur wissen, welcher Hafen es ist. Bagdad ist es nicht. Es sind Schiffe, so groß wie sie auf dem Tigris nicht fahren. Es ist ein Hafen am Meer. Prächtige Häuser. Prächtige Schiffe sind da. Oberherrscher der Gläubigen, Kalif Omar, deine Ritter erwarten dich. Vergiss die Träume. Die Träume, Träume. Bei Allah, du erregst meinen Zorn, Visier. Das Wort Traum will ich von dir nicht mehr hören. Habe ich die Blasen an meinen Händen etwa geträumt? Und das hier? Oh. Erhaben, es sei ferne von mir, dass du von mir deine Schultern entblößest. Schau sie dir an, du Dummkopf. Ja, Herr. Sie sind voller blauer und brauner Flecken. Ja. Die Haut ist blutunterlaufen und aufgerissen. Ja. Verschorfte Striemen. Herr, ich lasse sofort den Leibarzt rufen. Das tue ich ohnehin, dazu brauche ich dich nicht. Aber ich frage dich, ist das geträumt? Man möchte fast sagen, nein. Dann sag es. Oh Herr, das erschreckt mich.
Zumal, wenn ich an die Ritter im Thronsaal denke. Oh, Visier, du bist unausstehlich. Erhabener, es ist die Aufgabe aller Visiere, unausstehlich zu sein. Visier, ich habe nachgedacht. Nachgedacht darüber, warum sich die Lastträger im Hafen so schinden. Und deshalb befehle ich dir, mir ein Polster anfertigen zu lassen. Polster? Ja, für meine Schultern. Ich stelle mir vor, es müsste aus Leder sein, vielleicht ein sehr weiches Gazellenleder. Gazellenleder? Eine Art Beutel, verstehst du? Und nach Maß. Und ausgepolstert mit sehr, sehr weichen Stoffen. Es ist mein eigener Einfall, Visier. Und ich schmeichle mir, dass es kein schlechter ist. Kalif Omar, alles wird geschehen, wie du es befiehlst. Aber ich muss dich mahnen. Ja, der Thronsaal, die Rechtsfälle, ich weiß, was man alles von mir erwartet. Urteile, als ob ich König Salomo wäre. Dabei bin ich nur Omar, Kalif und Lastträger. Und für die Rechtsprechung ganz ohne Talent. Er geht jetzt die Stufen hinauf zum Thron. Eins. Zwei. Drei. Vier. Er setzt sich. Merkt ihr, wie er nachdenkt? Ein schwieriger Fall. Ich bin neugierig, was er uns erzählt. Meint ihr wirklich, dass er schon bei den Rechtsfällen ist? Der Lagebericht des Visiers, vermute ich. Jetzt ist es ihm eingefallen. Wie zufrieden er lächelt. Etwas Gutes ist ihm eingefallen. Ein salomonisches Urteil. Er ist doch der Klügste, unser Vater. Erzähl es uns, Vater. Was? Wie? Ja, bitte. Wo bist du gewesen? Im Thronsaal, das wisst ihr doch. Aber das Urteil wissen wir nicht. Erzähl es uns, Vater. Ja, bitte, erzähl es uns, Vater. Ja, Kinder, also ich... Ich war wie immer der Kalif. Ja, natürlich, Vater, du bist immer der Kalif. Du müsstest auch in Wirklichkeit sein. Ich bin es ja in Wirklichkeit. Ist heute etwas Besonderes gewesen? Ja, also ein ganz schwieriger Fall. Ach, Kinder, was habt ihr doch für einen weisen Vater. Wenigstens, wenn ich Kalif bin. Als Lastträger bin ich ja weniger gut. Erzähl doch, Vater. Ja, also, erzähl doch endlich. Also pass mal auf, Kinder, gerade als ich das Urteil gesprochen hatte, fiel der Thronsessel zusammen. Was, der Thronsessel? Ja. Und ich wachte auf. Ja. Also der Visier kann sich auf was gefasst machen. Du hast recht, Vater. Man darf dem Kalifen keinen wurmstichigen Thronsessel hinstellen. Ja, aber was war es denn nun für ein Urteil? Ja, also passt mal auf, Kinder. Ja. Drei Kaufleute erschienen vor mir und klagten eine Frau an. Und es war Folgendes geschehen. Es waren vier Kaufleute gewesen, die besaßen zusammen 1.000 Dinare. Das war ihr gemeinsames Gut und sie hatten das Geld in einen einzigen Beutel getan und reisten damit, um Waren zu kaufen. Nun kamen sie auf dem Wege zu einem schönen Garten und nachdem sie eingetreten waren, ließen sie den Beutel bei der Hüterin des Gartens, sie solle ihn aufbewahren. Dann gingen sie in dem Garten herum und vergnügten sich bei Speise und Trank. Da sagte einer von ihnen, »Ich habe Salbe bei mir.« »Komm, wir wollen uns in dieser klaren Quelle die Köpfe waschen und uns dann salben.« Da sagte ein anderer, »Dazu brauchen wir einen Kamm.« Aber keiner von uns hat einen. Da sagte der Dritte, »Wir wollen die Hüterin fragen, vielleicht hat sie einen.« Da ging der Vierte zu der Hüterin und sagte zu ihr, »Na, was meint ihr, was hat er wohl gesagt?« »Er sagte, gib mir einen Kamm.« »Nein, er sagte, gib mir den Beutel.« »Den Beutel mit dem Geld?« »Ja, stellt euch vor, Kinder, den Beutel mit dem Geld.« »Sie gab ihm den Beutel?« »Nein, sie sagte,
Ich kann dir allein den Beutel nicht geben. Ihr müsst alle vier zusammen zu mir kommen. Da sagte der Kaufmann, meine Gefährten haben mich beauftragt, den Beutel zu holen. Aber die Hüterin wollte ihm den Beutel nicht geben. Nun waren die drei anderen aber in der Nähe und die Hüterin konnte sie sehen und ihre Worte hören. Da rief nun der vierte seinen Gefährten zu, sie will ihn mir nicht geben. Oh, was, oh. Sie haben natürlich gedacht, er meinte den Kamm. Gut, mein Kind, sehr gut. Du sollst mein Kronprinz sein. Und weil sie nun dachten, er meinte den Kamm, riefen sie der Hüterin zu, warum gibst du ihn nicht her? Die Hüterin wiederum dachte, sie meinten den Beutel und sie gab ihn also dem vierten Kaufmann. Der nahm ihn und ging eiligst davon. Ja, und die anderen? Ja, nach einiger Zeit fanden sie, dass er zu lange ausbliebe und sie gingen zu der Gärtnerin und sagten, warum gibst du ihn nicht den Kamm? Und sie, ja, ich weiß nichts von einem Kamm, von einem Beutel hat er gesprochen. Da packten sie die Gärtnerin und schleppten sie vor mich und verlangten von ihr den Beutel mit den 1000 Dinaren. Und nun? Tja, was nun? Na, was meint ihr? Die Gärtnerin muss die 1000 Dinare zahlen. Sie kann doch nichts dafür. Doch. Und was hast du gesagt, Vater? Also hört zu, Kinder. Ich fand ein Urteil, wie es König Salomo nicht besser hätte finden können. Ich habe aber auch sehr lange nachdenken müssen. Erzähl es uns, Vater. Also, passt auf. Ich fragte die Gärtnerin, war es so vereinbart, dass du ihnen den Beutel nur dann zurückgeben solltest, wenn alle vier dabei wären? Ja, sagte sie. Und als ich die drei Kaufleute fragte, antworteten sie auch, ja. Da sprach ich zu den drei Kaufleuten, bringt euren Gefährten herbei, dann wird euch die Gärtnerin den Beutel zurückgeben. Ja, und das war mein Urteilsspruch. Oh Vater, kein Kalif könnte so gut Kalif sein wie du. Also ich muss selber sagen, ich finde mein Urteil nicht übel. Du bist der Beste aller Kalifen. Der Beste aller Väter. Ja, ja, das ist wahr. Die Mutter! Oh je. Was sehe ich, Omar? Muss ich mich allein schinden für die Kinder? Du liegst auf der Bärenhaut und spielst Kalif. Und ich wasche die Wäsche für launische, hochfahrende Damen. Gibt es nichts mehr zu tragen im Hafen? Vater hat ein Urteil gesprochen, wie König Salomo. Psst, sei still, Kind. Mutter hat ja recht. Die Kalifenwürde ist weit. Jetzt heißt es Lasten buckeln. Vom Schiff zum Quai. Und vom Quai zum Schiff. Habe ich bisher verdient. Und wenn du bedenkst, Visier, dass es in der letzten Nacht allein 5 waren, dann siehst du, was ich für Fortschritte gemacht habe. Ja, das Polster bewährt sich. Ich schaffe jetzt das Dreifache von dem, was ich am Anfang tragen konnte. Ja. Ich verstehe nicht, dass die anderen nicht auch solche Polster haben. Verstehst du das? Nein, ich verstehe es auch nicht. Der ganze Stand der Lastträger muss gründlich reformiert werden. Ich fühle in mir das Zeug dazu. Kalif, erhabener Herrscher, o du größter aller Könige, erlaube deinem elendesten Sklaven, der den Fußboden vor dir küsst, die untertänigste Bemerkung, dass deine Ritter über dich murren, ja, dass das ganze Volk in Unzufriedenheit ist. Wie? Sie murren? Sie sind unzufrieden? Ja, Kalif. Ja, dürfen Sie das denn? Ach, natürlich dürfen Sie nichts. Sie dürfen auch keine Verschwörung gegen dich anzetteln. Sie dürfen dich nicht gefangen setzen und dürfen dich nicht köpfen. Siehst du, es kann also gar nichts geschehen. Das heißt, wie meinst du das eigentlich? Ich beschwöre dich, Kalif, widme den Angelegenheiten des Staates mehr Aufmerksamkeit. Ich widme ihnen so viel Aufmerksamkeit, als ich kann, aber leider nur so viel Talent, als ich habe. Und außerdem sind die Regierungsgeschäfte natürlich schwierig für jemanden, der die ganze Nacht schwere Lasten tragen muss und am Morgen müde ist. Und eben das muss geändert werden, Kalif. Ich bin auch dafür, dass es geändert wird. Weißt du,
Weißt du, an was ich gedacht habe? Ja. An einen kleinen Karren. Verstehst du? Einen ganz leichten Karren. Was? Einen Karren? Einen Karren, ja. Eine Last zu ziehen erfordert doch viel weniger Kraft, als eine Last zu tragen. Pass auf, Kalif, dass man dich nicht in einem Karren zum Schindanger fährt. Was sind denn das für respektlose Reden? Hörst du das, Kalif? Was ist denn das? Aufstand, Kalif. Ach, Sie wollen mich nicht mehr. So ist es. Ich will Sie auch nicht mehr. Herrscher, versäume nicht die letzte Gelegenheit. Die erste, Visier, die erste. Geh hinaus und sage ihnen, ich danke da ab. Aber wer soll denn jetzt... Du übernimmst die Regierungsgeschäfte, bis ein neuer Herrscher gefunden ist. Ich kümmere mich selbst darum. Ich suche einen neuen Kalifen. Wenn ich einen gefunden habe, gebe ich ihm meinen Siegelring und schicke ihn hierher. Kalif, das kommt alles so plötzlich. Das liegt doch nur daran, dass der Aufstand so plötzlich kam. Es gärt schon lange. Bei mir auch, du, bei mir auch. Jetzt geh und tu, was ich gesagt habe. Und zieh dir nicht meinen letzten herrscherlichen Zorn zu. Ich höre und gehorche. Aha, Kalif. Gewesen. Für mich? Immer. Danke, aber geh trotzdem. Ich glaube, die Stimmung draußen hat sich in den letzten Minuten verschlechtert. Jedenfalls ist der Lärm größer geworden. Und ich bin auf den Ohren des Kalifen etwas empfindlich. Da hüpft er hin, der Staatstrottel. Und ich bin frei. 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 108 Dinare habe ich. Das reicht bis ans Ende der Welt. Endlich kann ich meine großen Pläne verwirklichen. Den Hafen suchen, wonach mein Herz verlangt. Ich werde eine Zunft der Lastträger gründen. Das ganze Trägerwesen muss einen höheren Rang halten. Ja. Und dann der Karren. Nicht zu vergessen, der Karren. Oh. Ich habe noch allerlei Pläne. Hoher Kalif, es ist alles... Was ist denn schon wieder? Will man mich köpfen? Im Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von köpfen? Erhabener Monarch, die Stimmung ist nach deiner Abdankungserklärung ganz umgeschlagen. Sie schreien nach dir. Sie wollen nur noch dich. Entsetzlich. Und als vollends deine 365 Frauen mit drohender Miene anrückten, wagte keiner mehr ein Wort gegen dich. Oh, großer Allah, habe ich das verdient? Ein großer Sieg, ehrwürdiger Kalif. Ja, ganz unblutig. Ein Sieg der Persönlichkeit, sozusagen. Also wahrscheinlich. Visier, lässt du mich jetzt allein? König, du solltest dich dem Volke zeigen. Ich muss jetzt über die Ereignisse nachdenken. Niemand soll mich dabei stören. Ich höre und gehorche. O unendlich erhabener Kalif. Unendlich. Aha, Kalif. Mit den 365 Frauen habe ich allerdings nicht gerechnet. Dabei wurde neulich im Thronrat sogar die Frage angeschnitten, ob mir nicht für die Schaltjahre noch eine mehr zustehe. Glücklicherweise habe ich die meisten noch nicht gesehen. Ha? Wer weiß, was man mir da alles aufgehängt hat. Oh, der arme Sultan, der die Verpflichtung hat, die unversorgten Töchter seiner Edelleute in seinem Harem aufzunehmen. Aber das hat jetzt alles ein Ende. Oma, sucht euch einen anderen, der diese Dummheiten mitmacht. Ich habe freilich nicht gedacht, dass ich verstohlen und durch das Fenster meinen Palast verlassen müsste. Und auf, Oma, zögere nicht. Vor dir liegt die Freiheit. Was schreist du? Ich schreie nicht.
Die Hirse schreit. Was soll das, du Narr? Die Hirse stöhnt, die Hirse weint, die Hirse ruft, Baby. Was ist das für eine Hirse, Kapitän? Chinesische, 200 Sack. Allah muss ihr Sprache verliehen haben. Oder, Kapitän, es hockt der Satan darin. Also gut. Ja, was gut, Kapitän? In den Laderaum, was sonst? Komm. Da muss ich nicht das Steuer übernehmen inzwischen. Nein, du Feigling. Es ist auch fast sicher, Kapitän, dass ich mich getäuscht habe. Der Wind heult manchmal so. Keine Widerrede, komm. Ja. Da hörst du es, Kapitän. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Wer ist da im Laderaum? Komm heraus ans Licht! Oh mein Gott. Die Erde schwankt. Wo bin ich? Vor allem, wer bist du? Immer hübsch der Reihe nach die Antworten. Ich war zuerst dran. Ich bin Oma, der Lastträger. Ich dachte, jeder wüsste das. Und wir sind auf dem Meer. Da, wo die Erde schwankt, ist das Meer. Ich dachte, jeder wüsste das. Oh, weh. Wie kam ich auf das Meer? Wie gewöhnlich, auf einem Schiff. Dies ist der Segler Taifun. Ah, mir dämmert es langsam. Langsam? Wir haben nicht viel Zeit für deine Dämmerung. Als ich den Sack von der Schulter gleiten ließ, da fiel ich mit hinunter in den Laderaum. Au, ich muss auf den Kopf gefallen sein. Bestimmt. Ich muss ohnmächtig gewesen sein bis jetzt. Sind wir schon weit von Hanat? 3 Tage reisen. Oh, 3 Tage ohnmächtig. Ja, und dann noch die Dämmerung. Lass uns sofort zurücksegeln, Kapitän. Zurück nach Hanat? Ich habe eine Frau und 6 Kinder. Ich habe 2 Frauen und 9 Kinder. Ich werde mich hüten, zurückzusegeln. Oh weh. Der nächste Hafen ist Basra. Basra? Wo ist denn das? Noch 27 Tage reisen bei gutem Wind. Die Fahrt nach Basra kostet 60 Dinare. Ich will aber gar nicht nach Basra fahren. Du tust es aber. Im Laderaum ist es billiger, sagen wir 50. Ja, ich habe keinen einzigen Dinar. Weh. Steine zu tragen, hoher Herr, Datteln, Öl, Mehl, Hirse. Ich bin sehr billig, hoher Herr. Siehst du meine Lumpen nicht, Dummkopf? Herr, deine zerrissenen Gewänder täuschen mich nicht. Ich habe einen Blick dafür, du bist reich. Und ich habe einen Blick für die Klugheit, du bist ein Narr. Herr, wenn du nicht reich bist, so wirst du es bald sein. Morgen, übermorgen, in einer Woche. Und heute soll ich dich Ziegelsteine tragen lassen, die ich morgen erst habe? Und Datteln. Datteln. Hätte ich eine einzige, dann hätte ich sie schon gegessen. Oh, ich habe eine. Oh, gib her. Hier. Danke. Kannst dich hierher setzen? Ein schlechter Platz. Kein Schatten. Aber man sieht aufs Meer. Sieht die Schiffe kommen. Dann machst du noch eine Dattel? Ja. Danke. Eigentlich sieht man nur keine Schiffe kommen. Ja. Elender Hafen, ist Basra. Ja, das ist wahr, Herr. Lass du dich immer her, sehr ekelhaft. Was bist du, ein Lastträger? Ich auch. Auch? Ja. Was hast du denn dafür ein Gestell? Eine eigene Erfindung. Ein kleiner Wagen für Lasten. Auf der Schulter? Ein Polster, das es nicht so drückt. Man kann viel mehr tragen. Ja. War nicht so dumm, wie es im ersten Augenblick aussieht. Das Schlimme ist, dass es hier zu viele Lastträger und zu wenig Lasten gibt. Man müsste in Hanat sein. Wo? Jetzt hast du wohl keine Dattel mehr, was? Doch. Hier. Danke.
Ich bin in den Laderaum gefallen, verstehst du? Ja. Als ich aufwachte, da war hohe See. Was tue ich nun in Basra? Was tue meine 6 Kinder und meine Frau in Hanat? Es muss herrlich sein. Nur eine Frau. Und nur 6 Kinder zu haben. Schade um dich. Du wärst ein begabter Mensch, wenn du nicht so schwach im Kopf wärst. Dieses Polster, dieses Wägelchen, sag, könntest du mir das vielleicht... Nein, ich bin doch gar nicht so dumm, aber das ist mir nicht eingefallen. Du bist sogar klug, ich habe es gleich gemerkt. Weißt du, dass man mich in Hanat wegen meiner Klugheit den Kalifen nennt? Den Kalifen? Meine Frau, meine Kinder, meine Kameraden am Hafen, alle nennen mich... Den Kalifen? Ja, Oma den Kalifen. Oma den Kalifen? Sag mal, ist dir was? Willst du noch eine, Dattel? Ja, gib her. Du, in Bagdad nannte man mich auch Oma den Kalifen. Dich? Warum denn? Ich weiß nicht, ich glaube, um mich zu ärgern. Das ist komisch. Sehr komisch. Und nun wartest du auf das nächste Schiff? Meinst du, dass mich alles umsonst mitnimmt? Der Kapitän verlangte 50 Dinare. Nach Bagdad ist es billiger. Wieder eine Bemerkung, die zeigt, dass du nicht klug bist. Was nützt es mir, dass die Reise nach Bagdad billiger ist, wenn ich nach Hanat will? 7 Dinare habe ich gebraucht und nur 5 Tage. Oh, du brichst mich noch zur Raserei. Pff. Gib mir noch eine Dattel, damit ich mich beruhige. Ja, beruhige dich. Vor großen Entscheidungen muss man völlig ruhig sein. Wir passen nicht zusammen. Oder ich müsste den ganzen Sack voll Datteln haben, um dich zu ertragen. Ja, ist nur. Ich habe keine großen Entscheidungen zu treffen. Sie haben mich getroffen. 5 Tage, sagte ich. Wenn nun zum Beispiel das Schiff einen Monat ausbleibt. Welches Schiff denn? Das Schiff, mit dem du nach Hanat fahren willst. Wenn es erst in einem Monat fährt. Na, wenn ich es morgen schon finde. Dann gibt es doch noch ein anderes. Datteln. Viel Datteln. 5 Tage hin, 5 Tage zurück. Dann hättest du noch 20 Tage Zeit, dich in Bagdad umzusehen. Nur wer in Hanat ist schon nach Bagdad gekommen? Du hast die Gelegenheit und wolltest die ungenutzt lassen? Gelegenheit? Ich habe keinen Dinar und lebe von deinen Datteln. Also eigentlich von meiner Wut über dich. Wo ist da die Gelegenheit? Hier. Was heißt das? 14 Dinare. Die Reise nach Bagdad. Und wo ist der Monat? Den musst du dazu tun. Du dichtest mir einen Reichtum an, den ich nicht ohne Datteln ertrage. Hier. Und Shamsa, mein Weib? Talib, Nusra, Sabur, Mirdas, Hind und Khatun, meine Kinder. Shamsa, Talib, Nusra, Sabur, Mirdas, Hind und Khatun. Das ist kein Gedicht, das ist meine Familie. Shamsa. Du, Oma, der Kalif, ich mache dir einen Vorschlag. Ich fahre inzwischen nach Hanat und stopfe die hungrigen Mäuler. Talib, Nusra, Sabur, Mirdas, Hind und Khatun. Du nach Hanat und ich? Nach Bagdad. Nach Hanat brauchst du ja für die Vaterlein einen Monat. Dann bleibst du eben ein bisschen länger in Bagdad. Ich glaube sicher, dass du länger bleibst. 365 Frauen erwarten dich. Für jeden Tag eine. Das ist schon ein ganzes Jahr. Oh. Nicht übel. Du bist ein Narr. Du bist ein ganz fürchterlicher Narr, bist du. Es kommt auf einen Versuch an. Wenn er misslingt, kannst du in 10 Tagen zurück sein. Oh, was sind denn schon 10 Tage? Die solltest du auf jeden Fall daran setzen. Ja, und du? Na, Hanat. Shamsa, Talib, Musa, Sabur, Mirdas, Datteln, Datteln, Datteln. Nein, nein, jetzt keine Datteln mehr. Nicht mehr kauen, nicht mehr reden, gleich aufbrechen, keine Zornausbrüche, stattdessen gleich nach Bagdad. Gib mir schnell deinen Ring. Mein Ring? Du kriegst meinen dafür. Ich muss sagen, dass deiner wesentlich schöner ist. Den zeigst du vor, wenn es dir nicht mehr geheuer ist. Und du sagst wahrheitsgemäß, dass du Oma der Kalif bist. Ja, das darfst du in Hanat auch sagen. Und in Bagdad gehst du schnurstracks ins Schloss und rufst den Visier. Ja, natürlich. Schnurstracks ins Schloss. Wohin auch sonst? Frage du in Hanat auch nur gleich nach dem Schloss von Oma dem Kalifen. Damit dir Shamsa das Fell über die Ohren ziehen kann. Mirdas, Hind und Khatun. Ah, nur eine Sorge habe ich. Ob es wohl in Bagdad genügend Datteln gibt für meinen Ärger über dich? Also gehst du nach Bagdad? Beantworte meine Frage, sie ist wichtig. Man wird dich mit Datteln überschütten.
Ach, du bist ein verdammter Narr, bist du. Aber ich glaube, ich gehe wirklich nach Bagdad. Schamsa. Was fällt dir ein? Ist das nach dem Zeremoniell, mich zu rufen wie ein Pferd? Messie, es ist keine Zeit für das Zeremoniell. Im Thronsaal sitzt ein zerlumpter Kerl, er schreit nach dem Prunkmantel. Und er regt sich auf, dass der Thronrat noch nicht versammelt ist. Er hat mit einem Schuh nach mir geworfen. Thronsaal, Schuh geworfen? Ja. Sklave, du bist ein Märchenerzähler. Und nach dir, Wesir, schreit er auch. Ganz allein sitzt er auf dem Thron. Aber er schreit für 20. Wirtschaft! Wirtschaft! Da hörst du es, Wesir. Wesir! 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 Wer schreit da? Was heißt das, wer schreit da? Sind das Manieren? Wo ist der Thronrat, der sich jeden Morgen hier zu versammeln hat? Was sind das für Spinnweben im Gebälk? Bist du der Wesir? Ein Kugessig bist du! Du gehörst ausgeschüttet! Ganz Bagdad gehört ausgekehrt, ausgelüftet, wie eure Köpfe auch! Ein Wahnsinniger, ich lasse ihn auspeitschen. Wesir, mach uns einen Spaß. Lass ihn auf dem Thron sitzen, lass ihn schimpfen. Lass ihn Kalif spielen. Den zerlumpten Strolch? Wir geben ihm den goldenen Mantel und dann rufst du den Thronrat zusammen und der Dummkopf soll recht sprechen. Hey, was heißt denn das? Was soll das Gekicher? Da gebührt dem Kalifen keine Antwort. Hoher Herr, es waren so viele Fragen auf einmal. Wenn ich die Manieren auslassen und mit dem Thronrat anfangen darf. Wer ist denn der Kerl da neben dir? Ist das nicht der Sklave, den ich eben nach dem Mantel geschickt habe? Elender, habe ich dir nicht gesagt, dass ich darauf warte? Das ist der Linke, den Rechten habe ich schon. Da bist du noch nicht fort. Willst du meine Schuhe auch noch einsammeln? Ich eile, Wesir. Den Thronrat rufe ich auch gleich zusammen. Das ist ein vorlauter Bursche. Seitdem der Kalif verschwunden ist, hat Zucht und Ordnung nachgelassen. Verschwunden? Vor 4 Wochen. Spurlos? Spurlos. Und seitdem? War kein Thronrat mehr. Seitdem gibt es Spinnweben, um auch das zu beantworten. Über den Essig kann ich nicht viel sagen. Das ist eine schöne Wirtschaft, ist das. Nun, das werde ich jetzt alles in die Hand nehmen. Sehr wohl, Majestät. Du erkennst mich also an? Wie könnte ich anders? Du bist der geborene Kalif. Der Prunkmantel. Bekleide den Kalifen. Soll ich ihm das Geflickte erst ausziehen? Natürlich. Hier ist der Ärmel, Kalif. Was wollen denn die Leute da? Der Thronrat, Kalif. Ich habe mir erlaubt, den Thronrat einzuberufen. Du musst recht sprechen. Ja, das kann ich. Halt um Rock gerade, Dummkopf. Es sind viele Fälle noch vom vorigen Kalifen her liegen geblieben. Wer ist der Erste? 3 Kaufleute klagen gegen eine Gärtnerin. Sollen sie gleich vortreten und den Fall vortragen? Natürlich, wir wollen keine Zeit verlieren. Sache Rastem el Sabur und Genossen. Hier. Gegen Datma ist Banir. Hier. Sprich. Herr, wir waren unser Viert und kamen in den Garten, den diese Frau hütete. Und wir gaben ihr zur Aufbewahrung einen Beutel mit 1000 Dinaren. Es war unser gemeinsames Gut. Versündigt euch nicht. Schlechter Gott! Schlechter Gott! Schlechter Gott! Allah, höre nicht, was diese Missratenen schreien. Er hat unser Bitten nicht gehört, er ist taub. Oder er ist böse, er antwortet nur auf Flüche. Schlechter Gott! Schlechter Gott! Erbarmen! Erbarmen! Ruf ihn nicht, den Schinder. Er ist ein Gott für Sultane. Ein Diener der feisten Bäuche. Sein Altar ist aus Geldbeuteln errichtet. Allah, Allah! Du hast uns nicht beigestanden. Hör unseren Jammer, schlechter Gott. Der die Reichen reicher macht. Und die Armen ärmer. Ich bringe das Mehl nicht her und der Kürbis reicht nicht für alle. Er reicht, aber Vaters Träume fehlen. Träume? Machen die satt? Weißt du nicht, dass wir immer davon gelebt haben? Niemand konnte so träumen wie er. Mir hat auch geträumt. Dir? Was hat er geträumt? Mir hat geträumt, dass er auf dem Thron sitzt. 3 Kaufleute knieten vor ihm und die Gärtnerin. Es war ein schwieriger Fall. Der große Fisch hat ihn verschlungen, Kinder.
Lasst alle Hoffnung fahren. Es sind jetzt 50 Tage her. Mir aber hat was ganz anderes geträumt. Unser Vater stand auf einem Schiff und das Schiff fuhr nach Hanat. Aber er hatte ein fremdes Gesicht und war doch unser Vater. Kind, was sagst du da? Das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Also war unser Vater gar nicht unser Vater. Da hörte sie die üble Nachrede. Und schon aus dem eigenen Stall. Vater hat immer viel von Träumen gehalten. Ich nicht. Und gar von solchen. Und wenn er nun käme? Wer? Der Vater mit dem fremden Gesicht. Jetzt ist es genug. Die Klageweiber sind bestellt. Bestell sie ab, Mutter. Warte noch. Ihr seid alle nach ihm geraten. Das macht mir Sorge. Und wenn er nun nach dir geraten ist? Wer? Na, der Geträumte. Gebt mir einen Topf, dass ich ihn nach euch werfen kann. Gärtnerin. Hoher Herr. War es so vereinbart, dass du ihnen den Beutel nur dann zurückgeben solltest, wenn alle vier dabei wären? So war es vereinbart, Hoher Herr. Kaufleute, war es so vereinbart, dass die Gärtnerin euch allen vieren zusammen den Beutel zurückgeben sollte? Ja, Hoher Herr. So war es vereinbart. So hört meinen Spruch. Bringt ihr, o Kaufleute, euren Gefährten herbei. Wenn ihr alle vier beisammen seid, wird euch die Gärtnerin den Beutel zurückgeben. Ein weiser Spruch. Ein sehr weiser Spruch. Der weiseste aller Sprüche. Salomo ist wiedergekehrt. Es lebe der Sultan! Es lebe der Kalife! Kalife! Heil, Kalife! Allah erhalte uns seine Klugheit! Ja, Allah! Wir haben wieder einen Kalifen! Emire! Ihr Großen des Reiches, hört mich an! Was willst du, Wesir? Genug des Scherzes! Wir haben diesen zerlumpten Bettler auf den Thron gesetzt, haben ihm den Königsmantel umgetan und haben ihn recht sprechen lassen, um über ihn lachen zu können. Was fällt dir ein, Hund von einem Wesir? Ja, was soll das Gerede, Wesir? Ihr müsst einsehen, dass nun der Scherz zu weit geht. Er muss auch wieder ein Ende haben. Was sagt ihr dazu, Emire? Wir sind froh, dass wieder ein Kalif da ist. Ja, sehr gut recht gesprochen! Besser konnte der Spruch nicht sein. So etwas wäre dir nicht eingefallen, Wesir. Aber Emire, seid ihr denn von Sinn? Diesen Hergelaufenen wollt ihr zum Kalifen machen? Du selbst hast ihn auf den Thron gesetzt. Aber doch nur zum Scherz. Mir gefällt er sehr gut, der Kalif. Da hast du einen besseren. Emire, nehmt Vernunft ab. Bei dir fehlt es daran. Erkennt ihr mich als Kalifen an? Wir erkennen dich an. Ja, wir erkennen dich an. Wir erkennen dich an. Ich erkenne ihn nicht an. Soll ich den Rebellen niederschlagen, Kalif? Was immer heißt unser Kalif Omar und trägt als Zeichen seiner Würde den Siegelring am Finger. Ich danke dir, Wesir. Du dankst mir? Du bist ein treuer Diener, Wesir. Du darfst den Ring an meiner Hand küssen. Du? Du trägst den Siegelring des Kalifen? Sagte ich dir nicht, dass ich Omar heiße? Der Thron ist zusammengestürzt. Der Kalif ist vom Thron gefallen. Ein gutes Zeichen. Wer selber fällt, den kann man nicht stürzen. Das ist Wesir! Hoher Herr, bitte verzeiht. Ist es eine Art, dem Kalifen einen Wurmstich in den Thron unterzuschieben? Gnade, Kalif, Gnade. Die ganze Seereise über von Hanat bis Basra habe ich nachgedacht, wie ich dich dafür strafen kann. Er hat es schon vorher gewusst. Er beschließt schon über das Zukünftige. Jetzt kommt wieder ein weiser Spruch. Gnade, ich bitte um Gnade. Psst. Still! Damit wir hören, was der Kalif jetzt sagen will. Ja. Leider ist mir nichts eingefallen. Es ist dir nichts eingefallen als Gnade. Hä? Du bist der weiseste und großherzigste aller Kalifen. Also erkennst du mich auch an? Wie könnte ich anders angesichts deiner Weisheit? Hoch! 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 Da ist die Erde noch rot von den Ziegelsteinen. Ein harter Tag, als wir sie einluden. Und dann das Pech, dass ich, bevor der Lohn ausgezahlt war, von der Planke ins Wasser fiel und in Bagdad erwachte. Gut 6 Dinare sind mir entgangen.
Da ist die Planke. Natürlich. Muss man ja ausrutschen. Die ist ja ganz glitschig. Wahrscheinlich Olivenöl aus einer leckeren Flasche. Warte, vielleicht ist es besser, wenn man die Planke umdreht. So. Natürlich ist es besser. Es fehlt ihr jemand, der solche Dinge in die Hand nimmt. Hey, Kerl. Was tust denn du da? Du siehst doch, ich hab die Planke umgedreht. Ja, ist denn das dein Geschäft? Es wäre auch deins. Aber da du es nicht tust, tue ich es. Ich habe keine Lust, nochmal auszurutschen und ins Wasser zu fallen. Du hast hier nichts zu suchen. Misch dich nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Rück dich doch nicht auf, Schaffer. Schaffer? Woher kennst du mich denn? Ja, du kennst mich doch auch. Ich hab dich nie gesehen. Ich dich jeden Tag. Ich bin Oma der Kalif. Oh. Oma der Kalif? Mhm. Der ist seit Monaten verschwunden, wahrscheinlich ertrunken. Aber das Wasser gab ihn noch nicht her, nicht wahr? Nein, es gab ihn noch nicht her. Ja, weil er nämlich nicht ertrunken ist. Sondern? Eine kleine Reise. Geschäftlich. Eine kleine geschäftlich. Also, da stehen wir herum und schwätzen. Siehst du nicht den Schiffsherrn? Wo? Sandelholz ist auszuladen. Komm, Schaffer. Ach, du bist so entsetzlich eifrig. Was hast du denn da für ein Gestell? Das wirst du gleich sehen. Ja, und auf der Schulter? Und habt ihr eigentlich jemals mit den Reedereien über einen Mindestlohn verhandelt? Was? Also, damit werde ich anfangen, wenn wir das Sandelholz ausgeladen haben. Nein, besser am Nachmittag. Über Mittag gehe ich zu Shamsa und den Kindern. Ach, Allah hilf, was für eine Zeiteinteilung. Sag mal, Fremder, bist du nicht eben aus dem Schiff dort gekommen? Ja, natürlich. Und schon Sandelholz, Shamsa, Reedereien, Mindestlohn. Ja, macht dich das bekümmert? Oh, Allah. Allah, ich habe die dunkle Ahnung, dass unsere Ruhe dahin ist. Seine Majestät schläft. Lüpfe den Vorhang. Die 12 Damen... Fächeln ihm Kühlung zu, das sehe ich. Gut, ich schweige, mein Visier. Die Palmwedel sind unhörbar. Aber die Blicke... Die Blicke sind noch unhörbarer als die Palmwedel. Sagtest du nicht, du wolltest schweigen? Die Damen scheinen sich nicht sonderlich zu verstehen. Eifersucht, wie? Natürlich, Eifersucht. Und dabei sind es nur 12 von den 365. Wohin soll das führen? Nun haben wir einen Kalifen, rechtmäßig sozusagen. Wenn nicht durch Geburt, so durch den Ring. Aber wohin soll das führen? Ich habe meine Sorgen. Warum sagst du nichts? Was tun wir? Wenn er wieder davon geht. Will er überhaupt bleiben? Er ist viel besser als der vorige. Weißt du, ob er bleiben will? Hey, hast du Wachs in den Ohren? Kein Wachs, aber deine Befehle, mein Visier. Danach fragte ich dich nicht. Zu laut, mein Visier. Seine Majestät runzelt bereits die Stirn im Schlaf. Die Damen schauen herüber. Wohin soll das führen? Beachte die Träume des Kalifen. Der vorige träumte von Ziegelsteinen und Mehlsäcken. Und außerdem wird es davon abhängen, ob der Vorige, wie sich mein Visier auszudrücken will. Es steht ja nicht zu, meine Ausdrucksweise zu tadeln. Ob der Vorige, was? Rede. Ob der Vorige, was wolltest du sagen? Es war ein wohlüberlegter, langer und schwieriger Satz, der alles Entscheidende enthielt.
Aber du hast mich unterbrochen, mein Wesir, und ich habe den Satz vergessen. Ich versuche dich zu erinnern, ob der vorige... Zu laut, mein Wesir. Seine Majestät runzelt nunmehr nicht nur die Stirn, sondern auch die Nase. Da ist das eine Steigerung, ob der vorige, besinne dich. Ich sagte dir bereits, mein Wesir. Schurke, du machst dich über mich lustig. Wenn du den Satz nicht mehr weißt, so wirst du doch den Sinn des Satzes noch wissen. Der Sinn des Satzes lag in der Konstruktion des Satzes. Elende Kreatur! Jetzt runzelt seine Majestät auch das Kinn. Mag er weiter runzeln bis zu den Zehen. Im Übrigen aber ein gesunder Schlaf. Wenn man nur wüsste, wo der Vorige ist. Ob er sich wohlfühlt und ob er wiederkommt. Ich beuge mich vor deinem Scharfsinn, mein Wesir. Hä? Das war der Satz. Du hast ihn freilich viel kürzer gesagt und manche Grammatiker empfehlen sogar die Kürze. Es ist eine Streitfrage. Lange Perioden oder... Allah hat dich in seinem Zorn geschaffen. Mein Wesir, ich wiederhole, wenn man nur wüsste, wo der Vorige ist, ob er sich wohlfühlt und ob er wiederkommt. Warum so aufgeregt? Ich habe ihn gesehen, den Mann, den Vater. Den Vater? Wo denn? Ja, wo treibt er sich herum? Den Vater, von dem ich geträumt habe. Unseren Vater. Was denn mit dem fremden Gesicht? Und doch unser Vater. Denkt an den Topf, den ich nach euch geworfen habe. Aber ich habe von ihm geträumt. Er fuhr auf dem Schiff hierher. Und jetzt hast du ihn gesehen? Wie ist es, wenn man jemanden Geträumten sieht? Vater hat immer viel von Träumen gehalten. Schluss jetzt, Schluss! Er war auf dem Weg hierher, in der Hafengasse. Willst du etwas sagen? Still! Ich glaube, er kommt. Er soll nur kommen. So still hier? Oma erzählte mir, es sei immer fröhlicher Lärm in der Hütte. Oma? Oma, der Kalif. Genau genommen, ich selber. Guten Tag, Shamsa. Guten Tag, der Lieb, Nusra, Sabur, Mirdas, Hind und Khatun. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Shamsa. Hinaus! 4 Dinare habe ich heute eingenommen. Dazu der Rest aus den letzten Wochen. Im Ganzen 60. Hier, nimm sie an dich, Shamsa. Für den Haushalt. Haushalt? Was geht dich unser Haushalt an? Bohnensuppe. Wie? Mutter macht sie mal sehr gut. Oh, es riecht herrlich. Es reicht knapp für uns 7. Ich gebe meinen Teil ab. Wem? Dir. Ha, danke. Hast du gehört, Shamsa? Deinetwegen soll mein Kind nicht hungern. Es trifft sich auch sonst gut, da ich nicht bei Appetit bin. Bist du krank? Nein, mein Kind. Was dann? Vor Freude. Vor Freude ist mir der Hunger vergangen. Und mir vor Ärger. Ha, dann ist wieder ein Teller übrig. Haltet den Mund, ihr Ungeratenen. Aber worüber freust du dich denn? Dass ich euch endlich sehe. Uns? Ja, euch 6 und eure Mutter. Darüber hat sich noch niemand gefreut. Woher kennst du uns aber? Ich habe von euch geträumt. Hörst du, Mutter, er hat von uns geträumt. Vater hat immer viel von Träumen gehalten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Was trägst du für einen Ring? Er kommt mir bekannt vor. Natürlich. Es ist ja Omas Ring. Und er trägt den meinen. Aber das ist eine lange Geschichte. Es gäbe überhaupt sehr viel zu erzählen. Doch wenn ich dich recht verstanden habe, Shamsa, sagtest du, ich solle hinausgehen. Gewiss. Das sagte ich. Vielleicht essen wir erst die Bohnensuppe. Ja, und ihr werft mich erst nachher hinaus. Wie wäre das? Oh ja, bitte, Mutter. Meinst du nicht, dass es doch reicht? Na, reichen könnte es schon. Aber? Na, also setz dich, Fremde. Ja! Ich heiße Oma. Man nennt mich Oma den Kalifen. Oma den Kalifen? Das erfüllt mich wieder mit Zorn. Oh, eine gute Bohnensuppe besänftigt manches. Da ist ein Platz für dich frei. Vaters Platz. Allah segne unsere Mahlzeit. Er segne sie.
Der Ring des Kalifen von Günter Eich. Mit Walter Richter, Hans Lothar, Richard Münch, Edda Seipel, Josef Dahmen, Erik Schildkraut, Max Walter Sieg, Kurt Klopsch, Jo Wegener, Ernst von Klipstein, Günter Dockerill, Peter Frank, Helmut Peine, René Sacher, Michael Klopsch, Rainer Erhardt, Marion Hartmann, Rosika von Janko und Barbara Kuhn. Musik Siegfried Franz. Regie Hans Rosenhauer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1957. Was willst du? Ich küsse den Boden vor dir, erhabener Kalif. Ich bin einer deiner Sklaven. Soll ich dir den Kopf vor die Füße rollen? Hast du nicht gehört, nach wem ich rief? Ich höre, erhabener Kalif, und eile, den Visier zu rufen. Unbrauchbares Pack! Ah! Oh! Oh! Erhabener Kalif, ich küsse den Boden vor deiner Majestät. Unsinn, Visier, komm hierher und setz dich auf den Bettrand. Ich höre und gehorche. Visier, bin ich der Kalif von Bagdad? Welche Frage. Also demnach bin ich es. Visier. Habe ich nicht Schlösser, Gärten und eine Schatzkammer voll Gold und Edelstein? Habe ich nicht Mamluken, Sklaven und Sklavinnen? Habe ich nicht 365 Frauen für jeden Tag eine? Alles das hast du erhaben. Gehorcht man meinen Befehl, Visier? Man gehorcht. Und wenn ich mit dem kleinen Finger winke, Visier? Dann fällt der Kopf. Und also geschieht alles? So wie du es willst, Kalif. Warum aber, Visier? Warum muss ich nachts die Säcke mit Pfeffer tragen? Die Säcke mit Pfeffer? Ja, und die Körbe mit Datteln. Körbe, Datteln? Die Ziegelsteine. Die Ziegelsteine sind das Schlimmste. Ja, erhabener Kalif, wo denn trägst du die Ziegelsteine? Na, im Hafen. Vom Schiff an Land, vom Land auf das Schiff. Und dazu schreien die Aufseher. Und manchmal schlagen sie zu mit einer kurzen Peitsche. Oh, größter König aller Zeiten, zum Tragen gibt es die Sklaven. Ein Kalif trägt nichts. Heute waren es Ziegelsteine. 99 Lasten. Ich wollte auf 100 kommen, da glitt ich auf dem Laufsteg aus, fiel ins Wasser und wachte auf. Jetzt sagst du es selbst, Kalif. Du hast geträumt. 3 Dirhams habe ich heute Nacht verdient. Da, siehst du, ich hebe das Geld unterm Kopfkissen auf. Hier, im Ganzen habe ich schon 57 Dirhams. Verzeih, o König, dass der Geringste unter deinen Dienern es wagt zu lachen. In deiner Schatzkammer liegt das 1000, das 10.000, das 100.000. Gewiss, gewiss, aber etwas liegt eben auch unter dem Kopfkissen. Nun, du hast so viel Schätze, Kalif. Warum soll nicht doch etwas unter dem Kopfkissen liegen? Mir scheint, Visier, du zweifelst an meinem Wort, was? Ich zweifle nicht an deinen Träumen, Kalif. Aber verzeih, dass ich dich mahne, der Thronrat wartet. Der Thronrat. Ich bin zu müde, ich bin wie zerschlagen. 16 Rechtsfälle erwarten die Weisheit deines Urteils. Bei mir fällt doch nichts ein. Ich kann nichts als gähnen. Nur schlepp du einmal die ganze Nacht Ziegelsteine. Ich möchte
Ich möchte nur wissen, welcher Hafen es ist. Bagdad ist es nicht. Es sind Schiffe, so groß wie sie auf dem Tigris nicht fahren. Es ist ein Hafen am Meer. Prächtige Häuser, prächtige Schiffe sind da. Oberherrscher der Gläubigen, Kalif Omar, deine Ritter erwarten dich. Vergiss die Träume. Die Träume, Träume. Bei Allah, du erregst meinen Zorn, Visier. Das Wort Traum will ich von dir nicht mehr hören. Habe ich die Blasen an meinen Händen etwa geträumt? Und das hier? Oh. Erhabene, es sei ferne von mir, dass du von mir deine Schultern entblößest. Schau sie dir an, du Dummkopf. Ja, Herr. Sie sind voller blauer und brauner Flecken. Ja. Die Haut ist blutunterlaufen und aufgerissen. Ja. Verschorfte Striemen. Herr, ich lasse sofort den Leibarzt rufen. Das tue ich ohnehin, dazu brauche ich dich nicht. Aber ich frage dich, ist das geträumt? Man möchte fast sagen, nein. Dann sag es. Oh Herr, das erschreckt mich. Zumal, wenn ich an die Ritter im Thronsaal denke. Visier, du bist unausstehlich. Erhabener, es ist die Aufgabe aller Visiere, unausstehlich zu sein. Visier, ich habe nachgedacht. Nachgedacht darüber, warum sich die Lastträger im Hafen so schinden. Und deshalb befehle ich dir, mir ein Polster anfertigen zu lassen. Polster? Ja, für meine Schultern. Ich stelle mir vor, es müsste aus Leder sein, vielleicht ein sehr weiches Gazellenleder. Gazellenleder. Eine Art Beutel, verstehst du? Und nach Maß. Und ausgepolstert mit sehr, sehr weichen Stoffen. Es ist mein eigener Einfall, Visier. Und ich schmeichle mir, dass es kein schlechter ist. Kalif Omar, alles wird geschehen, wie du es befiehlst. Aber ich muss dich mahnen. Ja, der Thronsaal, die Rechtsfälle, ich weiß, was man alles von mir erwartet. Urteile, als ob ich König Salomo wäre. Dabei bin ich nur Omar, Kalif und Lastträger. Und für die Rechtsprechung ganz ohne Talent. Er geht jetzt die Stufen hinauf zum Thron. Eins, zwei, drei, vier. Er setzt sich. Merkt ihr, wie er nachdenkt? Ein schwieriger Fall. Ich bin neugierig, was er uns erzählt. Meint ihr wirklich, dass er schon bei den Rechtsfällen ist? Der Lagebericht des Visiers, vermute ich. Jetzt ist es ihm eingefallen. Wie zufrieden er lächelt. Etwas Gutes ist ihm eingefallen. Ein salomonisches Urteil. Er ist doch der Klügste, unser Vater. Erzähl es uns, Vater. Was? Wie? Ja, wo bist du gewesen? Im Thronsaal, das wisst ihr doch. Aber das Urteil wissen wir nicht. Erzähl es uns, Vater. Ja, bitte, erzähl es uns, Vater. Ja, Kinder, also Ich war wie immer der Kalif. Ja, natürlich, Vater, du bist immer der Kalif. Du müsstest auch in Wirklichkeit sein. Ich bin es ja in Wirklichkeit. Ist heute etwas Besonderes gewesen? Ja, also ein ganz schwieriger Fall. Ach, Kinder, was habt ihr doch für einen weisen Vater. Wenigstens, wenn ich Kalif bin. Als Lastträger bin ich ja weniger gut. Erzähl doch, Vater. Ja, also, erzähl doch endlich. Also, pass mal auf, Kinder, gerade als ich das Urteil gesprochen hatte, fiel der Thronsessel zusammen. Was, der Thronsessel? Ja. Und ich wachte auf. Ja, also der Visier kann sich auf was gefasst machen.
Du hast recht, Vater. Man darf dem Kalifen keinen wurmstichigen Thronsessel hinstellen. Ja, aber was war es denn nun für ein Urteil? Ja, also pass mal auf, Kinder. Ja. Drei Kaufleute erschienen vor mir und klagten eine Frau an. Und es war Folgendes geschehen. Es waren vier Kaufleute gewesen, die besaßen zusammen 1000 Dinare. Das war ihr gemeinsames Gut und sie hatten das Geld in einen einzigen Beutel getan und reisten damit, um Waren zu kaufen. Nun kamen sie auf dem Wege zu einem schönen Garten und nachdem sie eingetreten waren, ließen sie den Beutel bei der Hüterin des Gartens, sie solle ihn aufbewahren. Dann gingen sie in dem Garten herum und vergnügten sich bei Speise und Trank. Da sagte einer von ihnen, ich habe Salbe bei mir. Komm, wir wollen uns in dieser klaren Quelle die Köpfe waschen und uns dann salben. Da sagte ein anderer, dazu brauchen wir einen Kamm. Aber keiner von uns hat einen. Da sagte der Dritte, wir wollen die Hüterin fragen, vielleicht hat sie einen. Da ging der Vierte zu der Hüterin und sagte zu ihr, na, was meint ihr, was hat er wohl gesagt? Er sagte, gib mir einen Kamm. Nein, er sagte, gib mir den Beutel. Den Beutel mit dem Geld? Ja, stellt euch vor, Kinder, den Beutel mit dem Geld. Sie gab ihm den Beutel? Nein, sie sagte, ich kann dir allein den Beutel nicht geben. Ihr müsst alle vier zusammen zu mir kommen. Da sagte der Kaufmann, meine Gefährten haben mich beauftragt, den Beutel zu holen. Aber die Hüterin wollte ihm den Beutel nicht geben. Nun waren die drei anderen aber in der Nähe und die Hüterin konnte sie sehen und ihre Worte hören. Da rief nun der Vierte seinen Gefährten zu, sie will ihn mir nicht geben. Oh, was? Oh, sie hat natürlich gedacht, er meinte den Kamm. Gut, mein Kind, sehr gut. Du sollst mein Kronprinz sein. Und weil sie nun dachten, er meinte den Kamm, riefen sie der Hüterin zu, warum gibst du ihn nicht her? Die Hüterin wiederum dachte, sie meinten den Beutel und sie gab ihn also dem vierten Kaufmann. Der nahm ihn und ging eiligst davon. Ja, und die anderen? Ja, nach einiger Zeit fanden sie, dass er zu lange ausbliebe und sie gingen zu der Gärtnerin und sagten, warum gibst du ihn nicht den Kamm? Und sie, ja, ich weiß nichts von einem Kamm, von einem Beutel hat er gesprochen. Da packten sie die Gärtnerin und schleppten sie vor mich und verlangten von ihr den Beutel mit den 1000 Dinaren. Und nun? Tja, was nun? Na, was meint ihr? Die Gärtnerin muss die 1000 Dinare zahlen. Sie kann doch nichts dafür. Doch. Und was hast du gesagt, Vater? Also hört zu, Kinder. Ich fand ein Urteil, wie es König Salomo nicht besser hätte finden können. Ich habe aber auch sehr lange nachdenken müssen. Erzähl es uns, Vater. Ja, also, passt auf. Ich fragte die Gärtnerin, war es so vereinbart, dass du ihnen den Beutel nur dann zurückgeben solltest, wenn alle vier dabei wären? Ja, sagte sie. Und als ich die drei Kaufleute fragte, antworteten sie auch, ja. Da sprach ich zu den drei Kaufleuten, bringt euren Gefährten herbei, dann wird euch die Gärtnerin den Beutel zurückgeben. Ja, und das war mein Urteilsspruch. Oh Vater, kein Kalif könnte so gut Kalif sein wie du. Also ich muss selber sagen, ich finde mein Urteil nicht übel. Du bist der Beste aller Kalifen. Der Beste aller Väter. Ja, aber das ist Vater, das ist gut. Die Mutter. Oje. Was sehe ich, Omar? Muss ich mich allein schinden für die Kinder? Du liegst auf der Bärenhaut und spielst Kalif. Und ich wasche die Wäsche für launische, hochfahrende Damen. Gibt es nichts mehr zu tragen im Hafen? Vater hat ein Urteil gesprochen, wie König Salomo. Psst, sei still, Kind. Mutter hat ja recht. Die Kalifenwürde ist weit. Jetzt heißt es Lasten buckeln. Vom Schiff zum Quai. Und vom Quai zum Schiff. Dinare habe ich bisher verdient. Und wenn du bedenkst, Visier, dass es in der letzten Nacht allein 5 waren, dann siehst du, was ich für Fortschritte gemacht habe. Ja, das Polster bewährt sich. Ich schaffe jetzt das Dreifache von dem, was ich am Anfang tragen konnte. Ja. Ich verstehe nicht, dass die anderen nicht auch solche Polster haben.
Verstehst du das? Nein, ich verstehe es auch nicht. Der ganze Stand der Lastträger muss gründlich reformiert werden. Ich fühle in mir das Zeug dazu. Kalif, erhabener Herrscher, o du größter aller Könige, erlaube deinem elendesten Sklaven, der den Fußboden vor dir küsst, die untertänigste Bemerkung, dass deine Ritter über dich murren, ja, dass das ganze Volk in Unzufriedenheit ist. Wie? Sie murren? Sie sind unzufrieden? Ja, Kalif. Ja, dürfen Sie das denn? Ach, natürlich dürfen Sie nicht. Sie dürfen auch keine Verschwörung gegen dich anzetteln. Sie dürfen dich nicht gefangen setzen und dürfen dich nicht köpfen. Siehst du, es kann also gar nichts geschehen. Das heißt, wie meinst du das eigentlich? Ich beschwöre dich, Kalif, widme den Angelegenheiten des Staates mehr Aufmerksamkeit. Ich widme ihnen so viel Aufmerksamkeit, als ich kann, aber leider nur so viel Talent, als ich habe. Und außerdem sind die Regierungsgeschäfte natürlich schwierig für jemanden, der die ganze Nacht schwere Lasten tragen muss und am Morgen müde ist. Und eben das muss geändert werden, Kalif. Ich bin auch dafür, dass es geändert wird. Weißt du, an was ich gedacht habe? Ja. An einen kleinen Karren. Verstehst du? Einen ganz leichten Karren. Was? Einen Karren? Einen Karren, ja. Eine Last zu ziehen erfordert doch viel weniger Kraft, als eine Last zu tragen. Pass auf, Kalif, dass man dich nicht in einem Karren zum Schindanger fährt. Was sind denn das für respektlose Reden? Hörst du das, Kalif? Was ist denn das? Aufstand, Kalif. Ach, Sie wollen mich nicht mehr. So ist es. Ich will Sie auch nicht mehr. Herrscher, versäume nicht die letzte Gelegenheit. Die erste, Visier, die erste. Geh hinaus und sage ihnen, ich danke da ab. Aber wer soll denn jetzt... Du übernimmst die Regierungsgeschäfte, bis ein neuer Herrscher gefunden ist. Ich kümmere mich selbst darum. Ich suche einen neuen Kalifen. Wenn ich einen gefunden habe, gebe ich ihm meinen Siegelring und schicke ihn hierher. Kalif, das kommt alles so plötzlich. Das liegt doch nur daran, dass der Aufstand so plötzlich kam. Es gärt schon lange. Bei mir auch, du. Bei mir auch. Jetzt geh und tu, was ich gesagt habe. Und zieh dir nicht meinen letzten herrscherlichen Zorn zu. Ich höre und gehorche. Erhabener Kalif. Gewesen. Gewesen. Für mich? Immer. Danke, aber geh trotzdem. Ich glaube, die Stimmung draußen hat sich in den letzten Minuten verschlechtert. Jedenfalls ist der Lärm größer geworden. Und ich bin auf den Ohren des Kalifen etwas empfindlich. Da hüpft er hin, der Staatstrottel. Und ich bin frei. 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 108 Dinare habe ich. Das reicht bis ans Ende der Welt. Endlich kann ich meine großen Pläne verwirklichen. Den Hafen suchen, wonach mein Herz verlangt. Ich werde eine Zunft der Lastträger gründen. Das ganze Trägerwesen muss einen höheren Rang erhalten. Ja. Und dann der Karren. Nicht zu vergessen, der Karren. Oh. Ich habe noch allerlei Pläne. Hoher Kalif, hoher Kalif, es ist alles... Was ist denn schon wieder? Will man mich köpfen? Im Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von köpfen? Erhabener Monarch, die Stimmung ist nach deiner Abdankungserklärung ganz umgeschlagen. Sie schreien nach dir. Sie wollen nur noch dich. Entsetzlich. Und als vollends deine 365 Frauen mit drohender Miene anrückten, wagte keiner mehr ein Wort gegen dich. Oh, großer Allah, habe ich das verdient? Ein großer Sieg, ehrwürdiger Kalif. Ja, ganz unblutig. Ein Sieg der Persönlichkeit, sozusagen. Also wahrscheinlich. Visier, lässt du mich jetzt allein? König, du solltest dich dem Volke zeigen. Ich muss jetzt über die Ereignisse nachdenken. Niemand soll mich dabei stören. Ich höre und gehorche. O unendlich erhabener Kalif. Unendlich. Aha, Kalif. Unendlich. Mit den 365 Frauen habe ich allerdings nicht gerechnet. Dabei wurde neulich im Thronrat sogar die Frage angeschnitten, ob mir nicht für die
dir die Schaltjahre noch einem mehr zustehe. Glücklicherweise habe ich die meisten noch nicht gesehen. Wer weiß, was man mir da alles aufgehängt hat. Der arme Sultan, der die Verpflichtung hat, die unversorgten Töchter seiner Edelleute in seinem Harem aufzunehmen. Aber das hat jetzt alles ein Ende. Oma, Oma, Oma. Wir bringen heute ein Werk von Günter Eiche aus dem Jahr 1957, Der Ring des Kalifen. In diesem Spiel träumen sich ein Kalif und ein Lastträger in die Existenz des jeweils anderen, um ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Omar und bin der Kalif von Bagdad. Ich bin 30 Jahre alt und bei guter Gesundheit. Ich besitze Schlösser, Gärten und eine Schatzkammer voll von Edelsteinen. Ich habe Mamluken, Sklaven und Sklavinnen und 365 Frauen. Für jeden Tag eine. Aber Etwas fehlt mir. Und dafür gäbe ich gern Schlösser, Gärten und Schatzkammer her. Ließe die Mamluken, Sklaven und Sklavinnen davongehen und würde mich trennen von meinen 365 Frauen. Ich fürchte mich nämlich vor der Nacht, weil ich einen schlechten Schlaf und schwere Träume habe. Darf ich mich ebenfalls vorstellen? Ich heiße auch Oma, bin auch 30 Jahre alt und auch bei guter Gesundheit. Das ist aber alles, was ich mit dem Kalifen von Bagdad gemeinsam habe. Ich besitze weder Schlösser noch Gärten, sondern bin Lastträger im Hafen von Hanat, an der Küste Chinas, weit von Bagdad entfernt. Ich lebe in einer bescheidenen, um nicht zu sagen elenden Hütte, und dass man sich tief bücken muss, wenn man hineingeht, liegt nicht daran, dass ich ein vornehmer Herr bin. Ich habe weder Sklaven noch Mamluken, auch nur eine Frau und mit ihr 6 Kinder. Der Arbeitslohn am Hafen ist gering und wir leben recht armselig. Aber mit einem kann ich zufrieden sein. Mit meinem guten Schlaf und meinen schönen Träumen. Yeah.
der kann dir... Visier! 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 Erhabene Majestät. Wer bist du?